So. Oh Gott. Habt ihr schon wieder einiges verändert. Momento. Hey, wo ist das jetzt hin? Momente. Ihr habt sich schon wieder so viel umgestellt in diesem Dreck. So grau, was war das? Oh, sieht ja scheiße aus. Was haben die denn damit schon wieder gemacht mit dem Dreck? Ach nö. Was machen die immer sowas? Das kotzt mich gerade richtig an. Wie sieht's dann so aus? Why? Einheit Wolf. Als fit. Wie ist das denn, wenn ich in einer Leertaste mitmache? So. Ah, das ist doch kacke, Mann! Dann müssen wir es so lassen. Einer zu. Nee, bei mir gerade irgendwie nicht so, weil ich versuche hier gerade dieses Follower-Ziel anzupassen. Guck mal, wie scheiße das aussieht. Ich habe da nur hingeschrieben, schaffen wollte die 14.150, wie ich es allgemein schreibe. Und das. Ich kann es jetzt größer machen, wie ich will, aber die 1 steht vorne und die 4.150 hinten, das sieht unglaublich beschissen aus. Das nervt mich gerade übertrieben. Egal. Wir machen es einfach so. Schaffen wir heute das Ziel. So. Ach, und da geht es wieder. Leck mich doch, Alter. Das ist doch scheiße. So, Hintergrundfarbe machen wir mal. Machen wir die gelb. Nee. Strichfarbe. Was ist das denn? Wie eine Kacke hier. Oh, das ist doch scheiße. TikTok hat doch wieder ein neues Update rausgebracht. Das sieht absolut beschissen aus. Nein! Nein. Wie sieht das aussehen? Nein. Ah, schrecklich. Wirklich schrecklich schon wieder. Na komm, machen wir es so. Machen wir es dann einfach so. So.
muss immer kurz noch die Farbe anpassen. Obwohl, die lassen wir erstmal so, dann passt das. Ja, das machen wir jetzt noch einmal ein bisschen. So, jetzt aber. Obwohl, ja, das ist zu. Ach man, das neue Update ist scheiße. Ich mach's auf 65%, dann sollte das besser sein, weil ich mach's auf 70% besser ist. So, wie sieht's jetzt aus? Schon wollte das Ziel, ja. Gut. Passt das so oder soll ich es noch heller machen? Das mit den Follower-Dingens da. Soll ich das noch heller machen oder passt das so? Obwohl, ich mach's nochmal auf. So. Es kommt neue LF Coco, richtig. Gut. Ich habe mir einen neuen Save erstellt. Und zwar nicht nur irgendeinen. Denn wir spielen das Spiel jetzt noch schwer durch. Ja, wie ihr seht aber, habe ich hier so ein bisschen getüftelt. Wir müssen jetzt in der Haupthalle. Passt so perfekt. Wir müssen jetzt in der Haupthalle. Ich mache das aber ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Und zwar sind wir hier am Anfang. Und wir sind noch Level 1. Aber ihr seht schon, ich habe hier einen wunderschönen Mantel, den man eigentlich noch gar nicht bekommen sollte. Gibt es hier eigentlich auch irgendwie so einen speziellen? Nee. So, wir... Ja, lass uns doch erstmal so. Und wir könnten auch rein theoretisch jetzt schon mal anfangen. Alle Zauber benutzen. Nice. Nee. Es gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Legiose. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Aber freust du dich noch nicht? Freust du dich nicht auf den neuen das LF? Das reicht erst ein. Und ich... Danke. Wir. Mach mal Avada Kedavra. Ihr. Ja, ich überspringe jetzt gerade ein bisschen, weil das kennen wir ja eigentlich alles. Und ich glaube, ich habe die Schwierigkeitsgrad vergessen umzustellen. Warte mal. Aber wir müssen einmal ganz kurz in den Einstellungen. Wo können wir das einstellen? Da. Ah doch, Schwierigkeitsstufe schwer. Ne, da hat es nicht. Wir könnten es jetzt machen. Schön. Wir überspringen ja am Anfang ein bisschen. Das interessiert uns ja nicht wirklich. Der LF ist ein Revised Ultron's Ding, ja, ich weiß. Aber den LF würde ich dir auch nur empfehlen zu holen, wenn du auch wirklich die anderen beiden Charaktere hast. Also. Damit meine ich. Das Blatt. Ah, nice. Also den würde ich dir nur empfehlen, wenn du aber auch Dingens da hast. Den Hit und den C17. Sonst würde ich ihn dir nicht empfehlen. Oh, wir müssen jetzt gleich gegen Dingens da kämpfen, gegen Sebastian. Zauber kann ich schon. Ja, ich versuche. Ich hätte ihn gerade ausrüsten müssen. Ich hab's vergessen. Es tut mir leid. Ich hab's vergessen. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Nein.
wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Okay. Denken Sie daran. Gut. Nun zum Basiszauber. Gut gemacht. Gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit... Oh, ich kann... Na, ich hab's vergessen. Doch, warte mal, ich kann's ausrüsten. Geil. Lass uns mal versuchen, den zu übernehmen. Das wird ein Kinderspiel. Oh, nein, ich kann ihn nicht nutzen. Hast es bemerkt. Danke. Ne, ich kann ihn hier nicht nutzen. Ich darf hier nur... Levioso benutzen. Ach, Mann. Nee, ich kann das nicht benutzen. So eine Scheiße. Los, weiter. Nicht schlecht für den Anfang. Alter Moja. Sie haben mein... Mann, laber mich jetzt keine Bratwurst ins Ohr. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Sallow. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Ich bin auch geschickt mit dem Zauberstab. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Doch, da bin ich dabei. Exklusiv. Lass uns doch mal gleich hingehen und dann werden wir direkt... Dann bis bald. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Mann, wir müssen... Ich glaube, wir können da noch nicht hin. Ich würde sagen, das wird jetzt hier unser Mod- oder Cheat-Account, würde ich sagen. Also Level 40 machen wir uns hier nicht. Also das habe ich mir schon vorgenommen, Level 40 nicht direkt. Weil es geht ja nicht mehr als Level 40. Aber... Jetzt kommt das Aber. Ich gucke jetzt gerade mal ganz schnell. Okay, das geht zum Beispiel nicht. Schade. Infinite. Nee. Ja, okay, man kann zum Beispiel aber keine Talentpunkte sich entschieden. Schade. Sonst hätte ich mir hier eben alles freigeschaltet, aber das kann ich nicht. Aber das hier wird auf jeden Fall unser Mod. Account jetzt, wo wir ein bisschen modden werden und so. Ihr seht ja schon, ich habe ja jetzt schon Level 1, habe ich ja schon jetzt die Kleidung, ich habe alle Spells. Wir überspringen jetzt auf jeden Fall ein paar Quests. Akio. Die habe ich schon. Haha. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst. Aber ich muss ja erstmal die ganzen Quests machen, damit wir überhaupt rauskommen aus Hogwarts und all sowas. Wir haben ja noch nicht mal unseren eigenen Zauberstab. Oh, ich muss den Scheiß wieder machen. Kurz um Akio. Zaubern Sie die Kugeln. Ausgezeichnet. Das war zu weit. Doch, das sieht den besten. Sehr. Nun stellen Sie es sich wie eine Panne. Wunder. Nein! Jetzt nicht die Fassung verlieren. Das war gut. Sehr gut. Punkte für Gryffindor.
Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Ist halt ja, die hat Tomoya. Möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Glaube ich, gar nicht, oder? Tomoya? Kommen Sie. Oder nicht gerade gut. Ihre Farbe ist blau, genau funktioniert ja doch. Miss Ohnei, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Gut zu. Oh, schick mir den mal, Tomoya. Dann mach ich den auch gleich mal rein. Wir werden jetzt mal cheaten. Ich passe euch. Ich zeige euch, was ich mache. Na bitte! Nein! Ich wollte die Kugel darunter kicken. Scheiße! Genau so! Rate mal, welches Haus ich bin, Nightwolf. Kannst du dreimal raten? Was für ein Haus bin ich? Ja, schick mir den mal im Tomoya auf Discord. Muss man ihn einfach dann auch in Phoenix rein? In Phoenix reinmachen oder wo muss man ihn reinmachen? Oder schick ihn mir auf WhatsApp, ist besser. Oder schick ihn mir, wo du möchtest. Nein, 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 nein. Dreck. Keine Sorge. Welches von den beiden? Den du gemacht hast. Den du hast. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich will nicht nochmal interessanter auf. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns also gelassen. Also den FPS-Mod muss man ihn auch einfach in den... In der Tat. In den Mods-Ordner... Das erfordert ihre ganze Konzentration. Wie, du hast zwei. Diese Runde entscheidet alles. Muss man ihn auch einfach in den Mod-Ordner reinmachen, oder was? Genau so wird das gemacht. Akio! Ich bin so dumm. Sehr gut. Ah, der schickt mir einfach beide. Wo muss ich die beiden denn reinmachen? Hab zu cheaten. Egal, ich zeig euch jetzt, wie das ein richtiger Pro macht. Okay, so nicht. Scheiße! Konzentration! Hi, Elite! Oh ja! Egal, so macht man das! Oder auch nicht. Schlecht. Sehr gut, alle beide. Ja, sehr gut, Greg. Nein, der ist noch nicht da. Thomas, sag mal Bescheid. Okay. Okay, hab's schon bekommen. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Ich will das nicht. Danke. Ich will nicht mit dir labern. Ich kenne ja schon die ganzen Texte. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden. Auf ein Wort, bitte. Wenn du magst. Ja? Soll den Zauber auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Bei Menschen funktioniert er nicht. Sei, jetzt pass mal. Was hab ich halt in der Hand? Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Ich bin stolzer Hufflepuff. Du bist stolzer Huffle, aber ohne, nein, du bist stolzer Puff. Oh Gott.
Hi, Stefan. Alles fit bei dir? Professor Ronan erinnert mich an einen. Okay, ich teste das einmal. Tomoya sagt jetzt, du musst die einfach downloaden. Ich downloade ihn mal schnell. Ihr könnt auch gerne zugucken, das ist nicht schlimm. So, ihr seht ja mal kurz mein Bildschirm. So, ich gehe kurz auf den WhatsApp-Chat. Nicht wundern, das werde ich jetzt einmal kurz ausblenden. Installiere ich die zwei Mods eben. Okay. Dann haben wir einmal das. Und dann haben wir das. Extract and Drop Engine Folder. Wir downloaden das erstmal. Das hier. Was bist du für ein aus? Ich bin Gryffindor. So, Tomoya, was soll ich jetzt in den Ordner reintun? Und welches soll ich jetzt empacken? Oder ausführen, eher gesagt. Das erste habe ich ja jetzt schon. Dieses DLSS, wie auch immer. Ich habe. Okay. So, wo muss jetzt was rein? Jetzt habe ich hier dieses DLS und das zeigt mir jetzt an, alle meine Kacke hier von wegen. So. Und zwar zeigt er mir jetzt das an. Und das muss ich jetzt wahrscheinlich in Engine. Engine Plugins. Runtime, NVIDIA. DLS. Ah ja. Also das einfach ersetzen hier, richtig? Ja, was falsch? Das muss doch da rein. Jetzt ist es scheißegal. Ja gut, okay, wenn ihr das so sagt. So habe ich. Jetzt brauche ich noch eben kurz den zweiten. Sekunde. Und das ist ein Installer, okay. Wo soll man den installieren? Das war's jetzt? Ja, aber wo hat denn der das jetzt hier installiert? Der muss doch irgendwie einen Ort haben, wo er das installiert. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Naja, ist ja auch egal. Und wo hat er das jetzt installiert, frage ich mich. Weil irgendwann, wenn ich das deinstallieren möchte, dann möchte ich auch wissen, wo er das installiert hat. Weißt du?
Deswegen. Zack, Virus. Ja, bestimmt. Okay, warte, wir könnten das ja mal kurz probieren. Warum erkennt ihr meinen verfickten Controller schon wieder nicht? Ich raste aus. Wir können ja mal wirklich gucken, ob es wirklich geklappt hat. Rein theoretisch läuft das Game ja gut. Okay, wir müssen erst den Save laden. So, rein theoretisch läuft der Save. Rein theoretisch läuft das Spiel ja gut. Da Einstellungen, dann versuchen wir das Spiel jetzt mal auf Ultra laufen zu lassen. So, Ultra, 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 Ultra. Hat Auswirkungen auf die GPU und C++. Hast du das alles an oder aus? Okay, wenn, dann machen wir schon mal alles an. So. Ach komm, jetzt muss das Spiel schon wieder neu starten, Mann. Klasse. Kann wieder neu starten, eine Scheiße. Wie aus? Warum aus? Ach, Steam, mach hin. Himmel und Laub auf niedrig. Ja, warum? Ich hab doch sonst vorher auch alles auf hoch gehabt. Wie soll ich das denn jetzt auf niedrig machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Wollte ja schon mal auf Ultra spielen. Jetzt. So, dann wollen wir doch jetzt endlich mal loslegen. Bevor wir jetzt hier noch ewig sitzen. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Also bis jetzt läuft ja alles super, Tomo, ja, trotz allem, dass es auf Ultra ist. Aber egal. Rein theoretisch sollte es mir mein PC auch packen. Rein theoretisch. Nur da dieses Spiel immer noch auf PC überhaupt nicht läuft. Ja. Also, Raytracing bringt schon was, nur Himmel und Glaub bringt nichts, okay. Also ich spiele jetzt hier auf den höchsten Einstellungen und den allerhöchsten. Das ist jetzt ja alles auf Ultra und siehst ja, rein theoretisch läuft es ja. Weg. Was ist mit dem Raum, Prof? Ich hoffe. Nein, hör auf, nicht voll zu quatschen.
Aber... Professor... Und? Momento, ich muss einmal kurz was kontrollieren. Mein PC macht übrigens. Von mir aus kannst. Mein PC macht übertrieben. Ich möchte. Komische Geräusche, der brummt. Wenn ich Saatgut brauche. Also ganz ehrlich. Ich bin ehrlich, ich sehe hier nicht einen Unterschied. Ja, komm, lass uns das nochmal neu starten, irgendwie. Ja, wir machen jetzt auch einmal kurz die Einstellung auf normal wieder. Oder auf hoch. Speichere ich jetzt noch einmal ganz schnell, dann starten wir es noch einmal neu und dann lassen wir es aber auch wirklich. Ich muss das erstmal gleich kontrollieren mit meinem PC, warum der sich so komisch anhört. Was normal bei Ultras erlaubt wird. Ja, dass der brummt, ist normal. Also, dass der dann so lüftet, meine ich. Aber der brummt so richtig, der macht so richtig so. Als ob ein Auto neben mir steht. Ganz komisch. Egal. Ah, da sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnt... Ich mache mich... So... Ich will kein fliegendes Blatt. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Na, wo ist es denn? Ich höre mich an wie so ein kleiner Gnom. Geschafft. Warum muss ich diese Aufgaben erledigen? Mithilfe dieser Aufgaben sollen Sie praktische Erfahrungen im Umgang mit neuer Magie sammeln. Mit Viel Magie. Glück, wir sehen. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ich kann mal mit seiner Stimme irgendwo noch ändern. Okay. Es geht mir ja wahnsinnig. Geht mir wahnsinnig auf den Sack. Na, sieht nicht so aus. Oder warte mal doch, hier. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja?
Nein. Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Geil. Tschüss. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich steht... Einfach nicht zuhören. Hallo, Homura. Boah, wie habe ich das so gemacht? Ach, da ist die Truhe. Oh, einen legendären Hut. Den habe ich mir schon immer gewünscht. Ah ja, hier kann man es vielleicht. Vielleicht kann man ja hier das Avada Kedavra einsetzen, ich weiß aber nicht. Ich habe mal versucht. Ob mir eine freundliche Seele hilft. Ja, Nebenquest machen wir auf jeden Fall jetzt auch mal mit. Selbst da fällt mir ein. Erzähl's mir. Wird's mein Junchit-Schatz sein? Bin ich das nicht schon? Incendio! Das bin ich doch schon längst, Mensch. Schön, dass du da bist. Leviosa ist da drüben. Incendio! Was haben Sie jetzt vor? Oh, hi Sebastian. Moi, was machst du hier? Womit habe ich das verdient? Sebastian, ich könnte dir das Avada Kedavra beibringen, du Loser. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ja, klar, ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Nein. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Wir machen mit und das killen wir die ganzen Schüler mit Avada Kedavra. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Will ich aber das nicht. Erste Mal trittst du mit Sebastian an. Auch das mal. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Geht nicht auf. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Mein Schnabel, ich mach dich jetzt fertig.
Konfringo! Legion! Die sind tatsächlich nicht. Oh Mann, wie gemein. Ich kann die drei verbotenen Flüche nicht einsetzen. Das soll wohl nicht wahr sein. Nee, Bombarda, das sollte gehen. Nur nicht zurückschrecken. Phoenix. Hey. Protect. Über alles. Legion. Akio. Vicendo. Bombarda. Konfringo. Protego. Schaufen Sie da aus. Akio. Expulso. Wir brauchen noch mal einen gelben Zauber. Hey! Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Nein, Tomoya. Ich hoffe, du kommst wieder. Komm wieder, wo bist du? Ey, ich hab nicht gesagt. Rebellion. Seit 5 Sekunden und ich Crucio dich. Was sind 5 Sekunden? Boah. 4 Verteidigung, geil. Ich bin jetzt ein Ritter. Ach ja. Geht's uns fremd? Würde ich niemals tun, glaubst du mir. Ach hier. Bombarda. Legiose. Hier ist noch ein Schloss. Alle Humore. Hier waren wir ja gestern zuletzt. Revelio. Hier ist auch diese Toilette, die überflutet ist. Wollte ich gar nicht hin. Vergessen. Wo ist das Arbeit rückwärts Cobra heißt? Wusstest du, dass du, glaube ich, Alzheimer hast, weil du dich wiederholst? Weg. Ich habe immer noch eine Beute.
Hallo, suchst du nach mir? Nein. Nati, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Ich bin ein Ritter. Nicht. Guck Professor mich an. Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Nein. Und das Dorf zu sehen. Nein. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ja. Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Ist das ein Date? Wie die ganze Schwürde ausbauen. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Tschüss. Professor Weasleys Eule kam da genau. Kannst du dich mal beeilen? Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Tschüss. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter zu dieser Zeit ist. Wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Tschüss. Die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich... Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Die wollte ich immer schon mal haben. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Mensch, auf zu brabbeln und kommen. Die verarscht mich. Sieh mal, Hippogreife aus dem verbotenen Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Meine Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Welches Haus? Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten. Gryffindor. Wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem... Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Nein. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Nur mit Tafel drauf. Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber wie gesagt, die Azkaban-Mission ist ja gerade immer 5 Minuten. Da scheiße ich ganz ehrlich drauf. Eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oni. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon, ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an der Seite zu haben. Er ist ein Kobold. Lass uns mal kurz schauen. Warte mal, ich bin so... Gut zu wissen, Nati. Danke. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen.
Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten. Professor Weasley. Ein Zauberstab. Hallo, Mauer schon Stufe 3. Du wirst Mr. Ollivander mögen. Ein Glück. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst, und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Viel Spaß. Wir sehen uns später. Können wir unseren Zauberstab schon holen? Bei Merins prächtigem Bart. Nicht schon wieder. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Die Szene fand ich immer so geil. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Und der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Ach, Herr G. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Ja. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Du hast den Elderstab, ist der, lasse ich ja einfach. Wirklich interessant. Faszinierend. Welcher ist denn der Elderstab? Wirklich interessant. Ach so, dem Elderstab hast du. Faszinierend. Ja, den kann ich mir auch holen. Wirklich interessant. Nimm mal den einfach. Faszinierend. Was meinen Sie? Jetzt habe ich das vergessen. Den. Ups.
Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Die Kleidung. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Er ist ja dann auch stärker, der Elderstab, den du hast. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ja, okay, auch nur optisch. Verstehe. Willkommen bei Jay Pippins. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück, als ich die Glocke hört. Ich will nicht mit den ganzen Leuten jetzt wieder labern. Ich will gegen den Ork kämpfen. Wie kann ich heute behilflich sein? Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. What the fuck? Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Modest, ja. Ein neugieriger Geist. Verzeihung, Sir. Dann. Ich will jetzt gucken, ob ich gleich in den Ork. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. Nati, wo bist du? Komm, auf den Weg. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh nein! Oh, diese Szene, wo ohne Lex zu spielen, ist ja geil.
ihn denn überhaupt? Was ist los? Wir müssen ihn zermürben! Ach, genau. Was war das? Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Wir finden uns. Mach das nochmal. Okay, jetzt reicht's. Oha, es geht nicht! Ah, geht doch. Hat lang genug gedauert. Wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Repar. Nein. Mal sehen, was er will. Hallo, Mietz. Repar. So, haben Sie nicht mehr zerstört. Na also, so gut wie noch. Was fehlt jetzt hier? Revelio. Ach ja, hier. Reparo. Revelio. Ja, kannst du mal sehen, Tomoya. Ja. Gerade einen Schal erhalten, machen wir gleich mal um. Leuchtet ja auch. Ah, okay, das ist ja Dings. Ja. Für diese hier finde ich richtig geil. Slytherin sieht auch heftig aus. Na klar, wir sind zwar Gryffindor, so, aber wir tragen einfach mal sowas. Passt schon so. Wir haben gerade über dich gesprochen. Wie redet ihr über mich?
Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Das ist Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für... Das ist nett von Ihnen, Mr. Hill. Aber ich kann nicht annehmen, was ich nicht bezahlt habe. Unsinn, ich bestehe darauf. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Welchen Ravenclaw? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ich will ihn nicht. Das ist hässlich. Sie kann es selber anziehen. Was für eine außergewöhnliche Ein... Lass mich wieder meinen Mantel anziehen, verdammt. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Nee. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Hä? Wie hat sie das denn jetzt gemacht? Ich stand doch gerade noch hinter mir. Revelio. Wenn das nicht zu Fall ist, trifft sie vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant. Und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. So, jetzt gemacht. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind dran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Ja, genau. Wie ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Der guckt, der sieht sich an und so, wie scheiße sieht der denn aus? Ach, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast... ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken.
Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Ranrock? Und? Du solltest Angst haben von mir, Schnabel. Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Aber die Performance ist echt super jetzt geworden. Viel, viel besser. Perfekte Gryffindor Kleidung. Kann ich jetzt eigentlich schon rausgehen? Ich hoffe es. Rein theoretisch, das ist ja noch alles gesperrt. Ich kann jetzt trotzdem hingehen. Nice. Gucken, was passiert. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Hey, was denkst du, was das sein? Oh Gott. Wer hier wohl gelebt hat? Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Wie weit bist du denn jetzt bis jetzt schon? Aber es ist entkommen. Schade. Crucio. Gepinkt. Erledigt einen von uns. Protego. Das ist der Gang. Crucio. Aha, geht ab. Einfach unbesiegbar. Am besten schlägt man im Dunkeln zu. Es ist, als ob dir die Natur selbst einen Schleier hat. Komm raus, bevor ich dich finde.
Avada Kedavra! Revelio. Doch. Ah, hier ist sie. Lass uns da mal hingehen. Abgesehen von Spinnen gibt es in Arranger nichts zu wildern. Ist die Mühe nicht wirklich wert? Diese dürren Beinchen. Selbst das Spiel lohnt sich. Also ich habe es ja schon durchgespielt. Ich finde das Game großartig. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Nur jetzt auf meinem zweiten Save spiele ich jetzt halt mit Mods. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Wo waren noch mal meine Fallen? Alohomora. Ich gebe für die Legend sowieso kein Geld aus, wenn ich ehrlich bin. Du machst doch noch was? Ich sage, für Legends gebe ich sowieso kein Geld aus. Komm, Ringo! Wieder da! Die Zentauren machen nichts. Wie viele Hexen und Zauberer hast du schon bezwungen? Okay.
Nein! In der Kasse, ich bin eklig, eklig, immer noch eklig. Autos beste Wegner sind einfach zu viel. Zweifellos schon lange verlassen. Eh nicht hoch, aber... Kannst du mal alle Zaubersprüche zeigen? Es gibt ja nur... Ich kann dir aus diesem... Da ist ja dieses kleine Beispielvideo. Damit kannst du den Halt verlangsamen, hiermit einfrieren. Levioso ist halt Kontrolle, du kannst ihn schweben lassen, hier kannst du ihn in einen Gegenstand verwandeln. Hier kannst du so Gegenstände zu dir hinziehen. Hier kannst du es halt wegmachen, hier kannst du es auf den Boden klatschen lassen, einmal drehen lassen. Dann hast du Bombarda. Expelliarmus, Defindo, Confringo ist so ein Feuerzauber, Incendio ist auch ein Feuerzauber, dann hast du halt hier unsichtbar, Lumos ist Licht, das ist zum Aufbauen, das ist zum Schweben lassen, genau hier sind halt diese Beschwörungszauber für den Raum der Wünsche, hier kannst du nicht ändern oder löschen. Das sind die drei verbotenen Zauber, halt Avada Kedavra, Crucio und Imperio. Aber warte mal, wir wollten ja eine Dingens da rein. Ich hab's vergessen. So, Tomo, ich mach jetzt mit Level 5. Ich mach jetzt mit Level 5 diesen Dingens da. Ich bin so schnell beim Laufen, ich spiele mit Mods. Ich habe mein Moveset ein bisschen schneller gemacht. Oh, hi! Ich hab's gar nicht gesehen.
Revelio. Sollte Moria eben passen. Und Level 5 mache ich jetzt in die Kampfarena. Ich schaff das. Ja, auch nur Level 6, der Loser. Venite, komm, trink! Geschafft! Und es war sogar eine Erschwinderin. No Hit ist doch drin. Nee. Du wirst bereuen, hier zu sein. Gewöhn dich nicht daran! Erfahre, geh da! Ich werde nicht ruhen. Nö, nö. Ich hab immer Brötchen nebeneinander. Hm.
Das wird ein bisschen dauern. Niemals! Aua, der kriegt mich doch. Oh, verdammt. Oh, das wird unser Heiter. Nein, nicht den. Na, kein Papier, sondern nehme ich nicht alle. Ja, ich muss das machen, geil. Greifen sich alle gegenseitig an, geil. Guck mal, und die Hälfte hat er treu für mich gemacht. Das ist doch geil.
ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Incendio. Wäre ich gern gelangweilt, hätte ich normaler. Was war das? Protego! Offenbar haben wir einen Eingriff. Da wird jemand sein Vorhaben bald bereuen. Und du vor. Was in Merlin? Was? Was war das? Milder als Hier. Hypotheke. Gefilder. Machen wir das Level 5 oder 6. 7. Könnt jemand schaffen? Da! Nein, ich wollte meine Lektion zu erteilen! Nein, okay. Was war das? Hast du Avada Kedavra? Ja. Und dann mich gerade wegen den Zaubersprüchen, die man erst später bekommt. Ja, das ist, ja, ich habe ja schon das Spiel schon mal durchgespielt. Und jetzt habe ich mir halt einen Mod geholt. Und damit habe ich zum Beispiel, habe ich damit alle Kleidung, die man haben kann. Und 13 sogar schon heiß. Jetzt zeige ich das einmal. Ich habe alle Kleidung. Gegen was Neues. 7, 7, 8. Das ist jetzt sozusagen mein, ja, mein Modded-Account. Modded-Save, wie auch immer. Dass ich den hab. Habe ich auch noch was Passendes zu... Nur mit dir einfach fast schon. Ja, geil, yes.
Hui. Gut, rein theoretisch können wir uns auch rein teleportieren. Geht ja schneller. Wo sollen wir hin? Zu lesen und zu sehen, was man früher so gemacht hat. Ich führe Tagebuch. Hallo? Hallo? Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Eigentlich nicht. Genauer gesagt, folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Warum sollte ich alte Karten entschlüsseln wollen? Allein schon wegen des Wissens. Hogwarts fasziniert mich. Und du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na genau. Gut. Wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Hallo, Homura. Jetzt zock auf PC. Revelio. Oh, blutrote Maske. Die Kleidung, keine Ahnung. Okay, war ich noch gar nicht. Lol. Hallo, Homura. Nee, warte. Wann bekommt alle Humore? Wann genau, weiß ich nicht mehr. Aber ich muss einfach nur die Story spielen. Irgendwann kriegst du es dann. Boah, zu lang dauert das, glaube ich, nicht. Wie gesagt, auf mein erstes Helfer habe ich es ja durch. Und da habe ich alle Zauber. Revelio. So. Ich habe das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Und dann schlossen sich die Werwölfe den Kobolden beim Aufstand an. Wart ihr dabei? Hallo, Homura. Danke, Marie. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Nein, Mietz. Hallo, Homura.
Oh Junge, zu viele. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Ich liebe dieses Spiel. Nein, ich wollte nicht nochmal Katze streicheln. Nein. Ja, du bist noch dieses Kätzchen, ja. Ich wünschte, die Lehrer würden uns keine Fragen stellen. Außer bei Professor Gunn. Oder Weasley. Oder ohne. Genau genommen nur bei Sharpnecht. Und das ist das und das. Dann brauchen wir. Ich meine. Nein! Ach man! Und dann weiter. Reveal! Theoretischer Punkt ja irgendwo hier sein, aber. Boah. Also ich glaube, wir haben unter uns ist die, ne? Sie können sich ja gar nicht. Das ist, wie komme ich denn da jetzt dran? Kann ich mir das holen? Akio. Ah! Alohomora. Tyler, danke für dein Follow. Revelio. Money. Keiner da, schade. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Thank you.
Akio! Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Akio! Ach komm, jetzt darf ich es nicht mehr zerstören, wie gemein. So, jetzt. Du kannst ruhig bleiben. Oh, die Prüfungen. Sie verdienen. Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Immer näher. Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Und die brauche ich nicht, die habe ich ja schon. Die Kleidung. Ich sage ja immer... Ach, scheiße, einfach auf die Mission. Wir machen erstmal mit der Story weiter. Genau, mit Professor Fieck. Let's go. Oh. Das Weg. Ups. Wow, fühlt sich jetzt cool. Kleiner Hoden. Erstens, ich habe das Spiel schon durchgespielt, deswegen kannst du mir nicht spoilern. Professor, schön Sie zu sehen. Zweitens, Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein?
Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Hab's verbessert. Ich habe alle Zauber, hallo. Rebellion. Okay, ich kann da noch nicht rein. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage. Als Maul! Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Wollen wir mal dieses Duell gewinnen? Ja, das geht schnell. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Wieder mal auf Abenteuer. Ob mir eine freundliche Seele. Okay, aber noch ganz kurz gucken wegen der Ausrüstung. Haben wir irgendwas Besseres? Hier nicht. Oh ja, hier haben wir die 14. Machen wir das direkt wieder weg. Hier haben wir 12. Oh Gott. Auch 12. Wir können ruhig anbleiben. Und hier haben wir bestimmt auch was Besseres, oder? Nee. Was ziehe ich denn dazu an? Na, passt schon so. Okay, weiter geht's. Bereit für die nächste Runde? Denke schon. Okay, wir nehmen den Zauber mit und den, weil die anderen können wir sowieso nicht benutzen. Ja, XP, ja. Jawohl, warte mal, wissen. Nee, das wäre keine gute Idee. Okay, den ersetzen wir. Wir nehmen dann den und. Verdammt.
Es gibt hier niemanden, den ich nicht duellieren kann. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Ja. Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ja, ich will gerne mit der Puppe üben. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ach, stimmt. Akio. Sehr gut gemacht. Oh, ja toll, dann habe ich gerade... Idioso. Gut so. Idioso. Akio. Sehr schön. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Nein. Verzeihung im Voraus. Constringo. Akio. Nervioso. Constringo. Nervioso. Akio. Constringo. Expelliarmus. Protego. Constringo. Stufe. Stufe. Starke Treffer in dieser Runde. Bravo! Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Aufgabe erledigt. Wer hat das wieder aufgebaut? Wenn mir nur jemand neu. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen war. Ich habe ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Kann ich schon. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Ich kann aber Incendio schon. Gut gemacht. Incendio. Gerne im Klassenzimmer, bevor Sie gehen. Ich habe ein paar Ziele für Sie aufgestellt.
Konstringo! Akir! Incendio! Expelliarmus! Geht das? Avada Kedavra! Vor der Schullehrerin erst mal Avada einsetzen, perfekt. Sie haben nichts gesehen. Sie haben gar nichts gesehen. Ob mir eine Freundin. Kann man das auch zerstören? Ach hier. Ups. Ah, da sind sie ja. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Ja, Mr. Sartre. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Für eine Grafikkarte habe ich die 3070 Ti und Prozessor. Gib mir eine Sekunde. Einmal kurz gucken. Genau, also ich habe die als Grafikkarte habe ich die Nvidia GeForce 3070 Ti und CPU habe ich den AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Prozessor. Ja, ich spiele das Spiel gerade auf Ultra und die Grafikkarte ist gerade auf 25% aufgelastet und die CPU auf 36%. Hier kannst du auch mal sehen. Also, das geht. Und ich spiele das Spiel gerade auf Ultra. Sebastian hat doch die verboten. Ja, warte. Hat auch wieder auf, hat sich wieder auf hoch geändert. Ja, egal. Dann wieder auf hoch. Ist auch egal. Erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Aber wieso fragst du, Alex? Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Oh ja, Alex, das will ich auf jeden Fall. Und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Nee, mit der Karte ist glaube ich unspielbar. Professor Fick bestand darauf, dass ich nur so einen eigenen PC. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch.
Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Danke, Sebastian. Bis später dann. Na, also wie gesagt, mit der AMD wirst du es leider Gottes nicht hinbekommen. Siehst mich nicht. Wenn ich sie sehe, dann können das die Vertrauensschüler ebenfalls. Vorsicht! Müssen wir gerade ach du! Moin! Einfach da durchgehen. Die Bibliothekarin ist noch da. Schnell geht das Regal. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Mir wird hier mein Arbeitsspeicher was weggenommen, was naja mit den Dahlpilz. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Ja, Rolf, ich sag es ja, also... Eine Grafikkarte würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Hier geht ein Schüler um. Der Schlüssel. Hier ist er. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Geist, sei vorsichtig. Revelio. Sind deine Arschteuer, also, das stimmt. Wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Ryan, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil dein Märchen alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Für momentan sollen die gar nicht mehr so teuer sein wie noch zuvor. Levioso. Boah, ich würde am liebsten in der Wahlerkammer reinsitzen. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt mal was bringen würde. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Ach so, Rolf, bleib mal noch hier. Jetzt soll Elite anschreiben. Ich wollte dir was sagen. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ich glaube, der pennt schon. Ich weiß nicht, was er von dir möchte. Vielleicht möchte er jetzt endlich, dass du sein Daddy wirst. Mal kann man das doch gut vorstellen, oder nicht?
Revelio. Natürlich. Spuren alter Magie. Na. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das war's. Mach dir dem seine Schwester klar, Junge. Hier sind wir. Das war ja klar. Das sind Ritter. Den machen wir eben schnell fertig. Kämpft mal lieber gegen euch. Was mache ich denn? Das ist auch schwer. Schwer ist gefühlt aber noch einfacher. Ach, Wolf, danke für die Schatztruhe. Wie wäre safe was für dich? Ich kenne die gar nicht. Und außerdem wohnt der irgendwo in Österreich. Das wollte ich mit der Truhe machen, mit den... Ach Mann, das war gemein. Und dann der Hermes Expansion. Revelio. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Ist geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Oh, was wird hier wohl gleich passieren? Ich lasse sie einfach. Ich lasse sie gleich selber gegeneinander kämpfen. Ach, nur zwei Stück? Los, kämpft! Nicht ich! So, er gegen den. Status rechtet sich selbst.
Levioso. Avada Kedavra. Potato. Stufo. Das ist so gemein. Avada Kedavra. Imperium. Akio. Ja, Moment. Ja, Rolf, ich muss an der Kiste einen Coin halten. Es ist also doch ein Buch. Und hast du Mo heute was geschenkt? Was hat sie denn bestellt? Ich will's wissen. Was ist denn ein Sake-Paket? Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isidora Morgenock, willkommen. Professor Rookwood, Professor Bakar. Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgenock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival! Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet.
In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Okay. Alles klar, Rolf. Weiß ich Bescheid. Sebastian. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Und so. Ich würde aber sagen, wir machen heute mal ein bisschen kürzer, machen jetzt gleich Schluss. Ich wollte heute nicht so lange machen, deswegen. Würde ich sagen, es war heute erstmal gut. Das dann danke für die Rose. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob ich da jetzt auch die Kleidung habe, aber ich glaube nicht. Danke, Roy, für die drei Rosen. Nee, leider nicht. Schade. Fragt mich aber, was ist das vierte fliegende Reittier? Müsste doch noch ein viertes geben. Hier ist ja noch so ein freies Kästchen. Also wir können nochmal zum Abschluss einmal in dieser dunklen Arena kämpfen. Nehmen wir, warum auch nicht. Ich meine, die war ja hier Spinnhöhle. Ah, hier. Machen wir das schnell noch mal einmal. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja, ich habe viel zu tun. Du bist zu schnell zufrieden, Kumpel. Du musst nach dem Vogel Ausschau halten, den du jagst, und nicht den Federn einer Taube folgen, die deinen Weg kreuzt. Überaus schwach. Oh, meine Ausrüstung ist wieder voll. So eine Scheiße. Max,
glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Ein lästiger Mensch. Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Leute, beschützt mich! Wow. Schön, dass du mal vorbei kommst. Ich werde
nicht gut. Verfringung, hast du schon. Verfringung. Damit kommst du nicht davon. Imperium. Was? Ein Anhänger weniger, Renrock. Ich weiß gar nicht, wo gibt es eigentlich die anderen Arenen der dunklen Künste? Gibt es nur zwei Stück? Schau mal ganz kurz. Gibt's da nur echt nur zwei Arenen oder was? Komisch. Und wenn noch jemand von euch weiß, wo diese ganzen wo die ganzen Arenen der dunklen Künste sind, dann schreibt es mir mal. Ich weiß auf jeden Fall, hier ist eine. Naja, hier die. Und hier unten ist noch irgendwo eine. Ja, hier. Nein. Wo war es denn? Hier, genau. Hier, Kampfarena. Hier haben wir auch noch eine. Aber ansonsten habe ich bis jetzt noch keine einzige wieder gefunden. Ich weiß halt nicht, wo es hier noch welche gibt. Meistens Ruine, sagt auf die. Ne, die Arenen, Kampfarenen der dunklen Künste sind nicht. Die sind auf der Karte, normalerweise. Normalerweise. Ich sage, mehr als zwei habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Weiß nicht, ob es hier vielleicht noch mehr gibt. Sieht aber ja nicht so aus. Aber es gibt hier nur die. Okay, ich muss auf diese Statuenzeichen achten. Ach, echt? Warte mal, wir haben noch hier einen berüchtigten Gegner. Lass uns doch mal hin. Das ist ja komisch. Lass uns den berüchtigten Gegner noch besiegen und dann wollte ich schon offline gehen für heute. Wie mal, warst du heute gar nicht live? Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich... Jetzt geht das schon wieder los. Ganz liebe Spinne.
Imperium. Nein, ich gehe. Wer ist hier dann Spinnenkönig? Waren jetzt einfach alle im Fässer. Nein. Ich sollte mal da. Kann frieren. Geschickt. Das ist wirklich armselig. Ein junger Mann. Potato. Du kommst. Nein. Bleib hier. Du sollst kommen. Lady Oso. Ich weiß. Halt. Hier kommt. Kannst du lieber wieder runter? Lass dir. Möchtest du lieber die Treppe halten? Nein! Man kann viel vom Wetter lernen. Alles vorher. Klar, Tio. Bombarda. Lebt er immer noch? Muss ich da Ausrüstung verkaufen, aber... Ich liebe es, diese Gegenstände zu werfen. Hier sollte ich mich lieber... Muss wieder Kleidung zerstören. Geld habe ich genug, weil kann hier eh nichts mehr. Ja. Kann ich jetzt meinen Hut tragen? Oh, ja! Nice. Minus, 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 minus. Rebellion.
Okay, das ist perfekt, das haben wir. Ich hab was gehört. Wird doch egal. Da sind noch ganz viele Gegner. Also sind nur die. Daneben! Wie er da wegschwimmt. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Okay, du auch. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ich bin verpisst. Ja, ich schläf jetzt in seine Eier, ja, der denkt auch nur so. Schutzengel ist. Bomba! Lazio! Defendus! Jetzt ist Schluss mit der Wilderei! Ratten und Pferde sich nicht übergeben können. Ne, wusste ich nicht. Zweifellos schon lange verlassen.
Ah, Prüfung mache ich jetzt nicht. Ich muss dieses Lager gefällt mir ganz und gar nicht. Bis also 5 Sekunden erst da waren. Das sollte ich untersuchen. Hui. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt im Raum der Wünsche und dann. Ja, dann machen wir für heute, denke ich, Schluss. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Liegt ja so niedlich. Okay, ich habe aktive Tierwesen 18 von 20. Ups, mein Mod ist ja nicht mehr da. Aber die mal, der Mod, der funktioniert prima mit der Performance. Also den musst du echt mal ausprobieren, das ist ein richtig guter Mod. Ich habe bis jetzt nicht einen Lag noch mehr gehabt, seitdem. Protego! Das wollte ich nicht. Runtergeladen, alles klar. Wow. Okay. So, wir speichern. Dann machen wir Schluss und ich komme die Tage auf jeden Fall wieder. Online mit Hogwarts. So, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Mal gucken.